Hallo und herzlich willkommen. Das, was ihr gerade gesehen habt, hat nichts mit dem Video zu tun, was ihr jetzt sehen werdet. Das war einfach nur ein Zusammenschnitt von Super Nintendo Spielen. Und vielleicht folgt demnächst mal ein Super Nintendo Best of von mir. Weil ich immer noch finde, dass der Super Nintendo eine der besten Konsolen ist, die jemals hergestellt wurde. Ja, worum soll es heute gehen? Ganz einfach. Fernsehen. Und zwar gucke ich viel bei uns in der Fernsehzeitung und entdecke da immer doch recht interessante Filme, Dokumentationen oder auch Serien. Zumindest habe ich mir mal unsere Fernsehzeitung genauer angeguckt und mache jetzt für euch, fragt euch Lulu? Ja, kennt ihr das nicht? Bei Superman. Klar kennt. Wenn er die Brille trägt, ist er Clark Kent. Wenn er die Brille absetzt, erkennt ihn kein Schwein mehr und er ist Superman. Gibt das irgendeinen Sinn? Nun ja, anscheinend schon. Denn ab jetzt... Lulu, los geht's! Und zwar, gleich am Samstag kommt auf Tele 5 ein Superklassiker. Wer kennt ihn nicht? Jeder, denke ich mal, hat ihn schon gesehen. Super Geschichte, großartige Schauspieler, einmalig. Wovon ich rede? Piranha 2. Worum es geht, ganz schnell erklärt. Fliegende Killer, gezüchtete Killerfische verspeisen Touristen. Piranhas fliegen? Ich dachte, die sind im Wasser. Oh, okay, Piranhas fliegen. Und wahrscheinlich sind sie Genen manipuliert oder so. Zumindest dieser Horrorklassiker. Wer ihn nicht kennt, hat echt was verpasst. 20.15 Uhr auf Tele 5. Und was für die ein oder anderen jetzt vielleicht ganz interessant ist, kein geringerer als James Cameron hat in dem Film Regie geführt. Beunruhigt ihn das jetzt? Oder denkt man, okay, nach den fliegenden Killerfischen kam dann die Titanic. Wie auch immer, zumindest für die, die dann von Piranha 2 immer noch nicht genug haben, den kann man dann gleich raten, lass Tele 5 einfach an, denn Killer Krokodil 2 kommt 22.05 Uhr. Und wenn ihr jetzt denkt, boah, ist das das einzige Fernsehprogramm, was kommt, ich meine, Deutschland spielt noch gegen Russland und Stefan Raab macht auf Schalke Soccer Crash Challenge, aber mal ehrlich, Piranha 2 und Killer Krokodil, was willst du mehr? So, schreiten wir voran. Ja, der TV-Tipp geht jetzt an Luffy. Und ich glaube, wirst da deinen Spaß dran haben. Ich hoffe, du fällst nicht hysterisch um oder so. Zumindest 100% Tokyo Hotel. Am 16. Oktober, 22.15 Uhr auf RTL. Ein Porträt der Magdeburger Band. Magdeburg, genau. Im Osten, meine Jungs. Und dann gleich am Samstag, also wenn ihr alle Tokyo Hotel im Porträt überlebt habt, rate ich euch einfach dazu, guckt selber nicht in eure Fernsehzeitung, hört auf mich und guckt euch an Barbie und die drei Musketiere. Super RTL, 20.15 Uhr am Samstag. Die Geschichte lese ich mal kurz vor. Sie trainiert Degenfechten mit einer Vogelscheuche. Die 17-jährige französische Provinzgöre Corinne, in Klammern Barbie, also Barbie ist jetzt nicht irgendwie so, dass Barbie der Name der Hauptdarstellerin ist, nein, Barbie ist eine Schauspielerin. Verrückt. Zumindest Barbie träumt davon, ein Musketier am französischen Königshof zu werden. In Paris trifft sie auf drei Mädchen, Vincenza, Amina und René, die alle das Gleiche wollen. Sehr süßlich und steril. Also wenn das nicht ist,
so eine schauspielerische Größe wie Barbie in so einem großartigen Werk zu sehen, ich glaube, das ist uns allen klar, was wir am Samstag, den 17. Oktober machen. Also, so, weiter geht's. Dann gleich für den Sonntag. Ihr seht, ich mache ja so Tipps fürs Wochenende. Und zwar gibt es zum einen zur Auswahl, jetzt immer so, ich mache mal ein bisschen querbeet, gibt es zum einen zur Auswahl, ja, jetzt klingelt mein Handy, einen Moment. Ah ja, ich will mir ein Geburtstagsgeschenk einfallen lassen. Egal, zumindest 18. Oktober gibt es jetzt einige Perlen im Fernsehprogramm. Und zwar zum einen Vulkan, Teil 1 von 2 auf RTL. Vulkan ist, kurz erklärt, TV-Katastrophendrama. Und er kommt aus Deutschland, der Film. Und damit ist der Film relativ leicht erklärt, denn alle großen Zweiteiler, Dreiteiler-Produktionen, die so auf Sat.1, RTL, Pro7 laufen, haben ein Thema. Es geht immer darum, dass irgendein Ereignis passiert, wie halt in dem Fall ein Vulkanausbruch oder die Mauer fällt, irgendwelche Terroranschläge, Naturkatastrophen, keine Ahnung, zumindest passiert immer irgendwas Schlimmes, was die Menschen trifft. Und da drinnen wird einfach eine Liebesgeschichte eingebettet. Man nehme noch ein paar mehr oder weniger gute Schauspieler und schon hat man seinen Samstag und Sonntagabend Zweiteiler, den niemand guckt. Schrecklich. Also ich finde immer, das ist immer dasselbe Prinzip. Katastrophe, Liebespaar, Liebespaar trennt sich, Liebespaar kommt am Ende wieder zusammen, alle glücklich. Oh. Naja. Wem es gefällt, Vulkan, Teil 1 von 2. Ich nehme an, der zweite Teil kommt am Montag. Zumindest als Gegenprogramm dazu bietet Pro7 James Bond und RTL 2 wohl den Klassiker, gerade jetzt. Und zwar Dirty Dancing. Wasser, Melonen, tragender Tanzfilm. Hat doch schon jeder gesehen, oder Jungs? Mädchen rumkriegen. So, und der letzte TV-Tipp von mir am heutigen Tag. Montag, 19. Oktober. GZSZ. Hat bestimmt schon jeder mal eine Folge gesehen. Immerhin gibt es schon 4349 Folgen. Und in dieser Folge passiert etwas richtig, richtig, richtig Skandalöses. Und zwar, Leon macht Taifun ein Angebot, dass er mit Verena schlafen soll, während Leon dabei zusieht. Hä? Und das Ganze 19.40 Uhr. Ich sag mal so, früher hatte GZSZ Themen wie das erste Mal und ich schaff mein Abi nicht und das ist ja gerade alles so schlimm. Aber hallo? Sowas? Ich wiederhole, 19.40 Uhr, Vorabendprogramm. Und dann muss man sich eigentlich hier nicht wundern, dass irgendwelche Mädels mit 15 schon das dritte Kind haben. Wenn sowas bei GZSZ im Vorabendprogramm kommt. Ich meine, hallo? Leon will zusehen, wie Verena und Taifun miteinander schlafen. Hä? Naja. So viel zu meinen TV-Tipps. Das war Teil 1. Mal sehen, wie es weitergeht, ob es ankommt. Und von daher sage ich jetzt erstmal tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und nicht vergessen, der große Trick. Mit der Mütze sieht es schon komisch aus, oder?